platzte dann eine riesige Bombe. Der Vereinspräsident der Offenbacher Kickers, Horst Gregorio Canellas, spielte auf seinem 50. Geburtstag den Gästen ein Tonband vor. Zu hören, Bundesligaspieler hatten gegen Bares Spiele manipuliert. Darunter der Kölner Torhüter Manfred Manglitz. Und der Skandal weitete sich noch aus. Den ganzen Sommer hindurch gerieten immer mehr Spiele und Spieler unter Manipulationsverdacht. So auch er. Er war einer der ganz Großen des deutschen Fußballs, schoss das Tor des 20. Jahrhunderts. Klaus Fischer, 1971 Stürmer auf Schalke. Wo er auftauchte, brannte es im Strafraum lichterloh. Sobirai, Fischer, 4:0, 47. Minute. Gefürchtet waren besonders seine einmaligen Fallrückzieher. Der erfolgreichste deutsche Stürmer direkt hinter Gerd Bomber Müller. In der Bundesliga 268. In der Nationalmannschaft habe ich 45 Spiele, 32 Tore, also der Schnitt ist auch nicht so schlecht. 1971 spielte Fischer seine erste Saison für Schalke. Ich kam von 60 München und Rolli Rüssmann war seit dieser Zeit mein bester Freund. Er war der Erste, der mir alles ein bisschen gezeigt hat. Ich habe mich sofort wohlgefühlt. Und da hat man sich das öfter mal getroffen. Rolle Rüssmann kannte auch Waldemar Slomjani. Und der war gerade von Schalke zu Bielefeld gewechselt. Lief nicht so gut. Arminia Bielefeld kämpfte gegen den Abstieg. Da konnte man den alten Schalker Kumpel Slomjani doch nicht hängen lassen. Die Zuschauer wunderten sich über spektakuläre Abwehrschwächen der in dunkler Spielkleidung angetretenen Knappen. Schließlich ein sensationeller 1:0-Sieg für Bielefeld. Rüssmann auf der Torlinie schimpft etwas zu spät. Der Sieg war von Bielefeld mit 40.000 Mark gekauft worden. Für 2.300 Mark pro Spieler. Wir hätten eine Siegprämie bekommen von 2.000 Mark. Da muss ich mir vorstellen, das war eigentlich nur ein Freundschaftsdienst für Slomjani. Daraus wurde der größte Skandal der Bundesliga-Geschichte. Denn auch andere Vereine hatten betrogen. Ja, und ich war auch so doof und habe dann die 2.300 D-Mark genommen. Hat überhaupt nichts bei gedacht, dass 16 Spieler so doof sein können und nicht dahinter kommen, hallo, da könnt ihr rauskommen oder so. Und dann was passiert und dann fängt der Unheil erst mal an. Das war ordentlich schiefgegangen. Die Sache zog Kreise. Der DFB ermittelte. In der Endphase der Saison war flächendeckend gelogen und betrogen worden. Direkt oder indirekt waren 10 von 18 Bundesliga-Clubs beteiligt. Ich weiß wirklich nicht, wie das weitergehen soll und wie das Sportgericht zu einem solchen Urteil kommen kann, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich weiß wirklich nicht, wie das weitergehen soll. Kenner der Schalker Verhältnisse und Spieler glauben, dass mindestens Rüssmann zu Unrecht bestraft wurde. Man befürchtete einen Selbstmord des sensiblen Schalkers. Nicht nur der Bundesliga, sondern dem gesamten Fußballsport wurde durch die Affären großer Schaden zugefügt. Die aufgedeckten Manipulationen ließen immer mehr Zweifel aufkommen an der Glaubwürdigkeit aller Spiele. DFB-Ankläger Kindermann glaubt allerdings, den Augias-Stall inzwischen ausgemistet zu haben. Am Ende stellte sich raus, 52 Spieler, 2 Trainer und 6 Funktionäre hatten mitgemischt. Schalke 04, der 1. FC Köln, Arminia Bielefeld, der MSV Duisburg, Eintracht Braunschweig, aber auch Hertha BSC und der VfB Stuttgart. 1,1 Millionen D-Mark an Bestechungsgeldern waren geflossen. Die Fans waren sauer und ließen es die Spieler spüren. Im Hintergrund dieser Skandal. Und glaube ich, dass wir fantastische Spiele abgeliefert haben. Und wir konnten wahrscheinlich, wenn wir auf den Platz gegangen sind, das ausblenden. Aber nicht vorm Spiel mussten manche zur Toilette und mussten sich übergeben. Der DFB wollte zunächst ein Exempel statuieren und die Schalker Spieler lebenslang sperren. Doch dann zeigte er Gnade.
DFB hat uns gesperrt für ein Jahr. Also mich. Und den anderen ja auch. Schalke 04 in dunklem Trikot. Die Mannschaft zeigte sich unbeeindruckt von der Tatsache, dass heute in Frankfurt beim DFB auch gegen sie verhandelt wurde und drückte von Beginn an auf das Tempo. 1:0 nach glänzendem Alleingang von Rüssmann. Knapp 4 Minuten waren gespielt. Erstaunlicherweise spielte Schalke 1971-72 eine der erfolgreichsten Serien der Vereinsgeschichte. Die Hinrunde im Herbst erstrahlte ganz in Blau und Weiß. Es gab es ja nicht, dass wir von irgendeiner Mannschaft Angst hatten. Und haben wir Bayern München dann im letzten Spiel durch ein Tor von Heinz van Haan 1:0 geschlagen. Und dann waren wir Herbstmeister. Klaus Fischer hat bereut, gebüßt und die Schalker-Fans haben ihm verziehen. Bis heute ist Blau-Weiß seine Fußball.